Sprinkler wären auch geil, aber die ersten Sprinkler, die sind so schlecht. Die bewässern ja nur so ein Dingens hier. Die bewässern... Ja, man sollte schon das Richtige auswählen. Die bewässern ja nur, wenn der hier drin steht, in der Mitte bewässert er die vier Felder drumherum. Zack, das wird bewässert. Und dann muss ich den nächsten irgendwo hier hinstellen, damit er die nächsten vier bewässert. Und dann habe ich dafür, keine Ahnung, für 20 Pflanzen brauche ich nachher gefühlt 300 Sprinkler oder so. Das ist natürlich, rechnet sich nicht wirklich. Die nächsten Sprinkler sind ein Ticken besser und die Iridium-Sprinkler... Iridium sind die letzten, die ganz dicken Sprinkler. Die sind natürlich Nonplusultra, aber jo, macht das erstmal mit diesen Iridium-Sprinklern, Mensch. Da ist der Quarz, genau. Jetzt lege ich die Muschel doch nochmal zu den Passionaten fertig. Dann nehmen wir hier ein Querzlein raus. Nicht alle, nur eins. Und dann gehen wir zu Lea. Die wohnt ja da unten, da stehen gar keine Öffnungszeiten. Die macht einfach, der ist wahrscheinlich die Tür auf, wenn sie wach ist. Dann schmeißen wir der den Quarz an den Kopf. Oder geben ihn ihr, legen ihn ihr sanft in die Hände. Muss ich noch gucken, wie ich es mache. Oh, was geht hier ab? Pfui, es stinkt! Dankeschön. Ich bin gerade erst hierher gekommen. Punkt, Punkt, Punkt. Der Vincent sieht aus, als würde er gleich heulen. Warum ist die verschlossen? Ich will die Kanalisation erkunden. Ich denke, Gunther hat den Schlüssel. Professor Gunther, der Mann, der das Museum leitet, warum denkst du, dass er ihn hat? Ich habe mal einen großen, alten, rostigen Schlüssel aus seiner Tasche fallen sehen. In eine gruselige Kanalluke wie diese kann nur ein großer, alter, rostiger Schlüssel passen. Detektiv Conan. Was war das denn? Schnell weg da. Oh mein Gott. Rennt. Irgendetwas darin bewegt sich. Ich weiß, was sie darin bewegt. Hallo? Jesus. Jesus, Maria. Mensch, jetzt aber ab heim, du. Läuft ja so im Wald. Cool. So hört man also auf Erwachsene heutzutage. So, so. Das ist der... Wie heißt er denn? Helft mir. Grobus. Grobus. Doch, Grobus. Was stand da? Es ist verschlossen. Nur Freunde von Lea können ein... komm raus. Komm raus. Komm raus. Dann angel nicht so lang. Das ist der gute Grobus. Und in die Kanalisation kommt man, glaube ich, nur, wenn man im Gunther im Museum Dinge spendet. Irgendwann kriegt man dann, glaube ich, den Schlüssel als Geschenk, wenn ich mich recht erinnern kann. Ziemlich sicher. Das bedeutet, wir müssen Dinge fürs Museum finden. Den Schlüssel kriegen, Kanalisation aufmachen, den Grobus treffen, obwohl ich glaube, der taucht der nicht sogar mal... Ich bin mir gerade nicht sicher, aber kann das sein, dass der nicht auch sogar im Winter auftaucht und irgendwo beim Bus vorne mal rumrennt oder so in der Zwischensequenz? Oder ist das was anderes? Ich weiß es gar nicht. Das sind auf jeden Fall diese komischen Shadow-Viecher. Ja, ich bin mir nicht sicher, Leute. Ich bin mir nicht sicher. Bin mir auch nicht sicher, ob Lea aus ihrer Hütte kommt. Oder ob ich die gerade schon verpasst habe vor lauter Labern. Ich habe irgendwie gerade komplett abgeschalten. Vor lauter Angeln habe ich nichts mitbekommen. Aber während dem Angeln läuft die Zeit, glaube ich, eh nicht, ne? Also, während dem Einholen vom Fisch. Jetzt hier während dem Angeln läuft die Zeit schon. Da unten wären die Dings, aber da komme ich nicht dran. Muss ich da von unten ran, oder wie? Da gibt es einen perfekten. Komm, komm, komm. Yes! Sehr geil. Was haben wir da? Gottes Lachs. Der ist fürs Gemeinschaftszentrum. Oh mein Gott. Es wird immer besser. Ich glaube, ich habe noch nie so viel geangelt, nachdem ich Stardew Valley angefangen habe. Angeln ist immer so eine Sache, damit habe ich zu spät angefangen. Irgendwann im Herbst, Winter. Oder meistens erst im Winter, wenn eh langweilig war. Da stehst du da und ärgerst dich, dass du nicht das ganze Jahr geangelt hast, weil du hättest die Fische gebraucht. Ja.
Ich sollte mich wahrscheinlich auch mal zwischen den Folgen nochmal schlau machen, was ich im Frühling noch alles an Fische brauche fürs Gemeinschaftszentrum, bevor der Frühling rum ist. Weil desto früher wir das Gemeinschaftszentrum haben, desto angenehmer wird das Spiel. Weil wir schalten ja dann den Steinbruch frei, das Gewächshaus, den Bus in die Wüste, das läuft ja alles nur übers Gemeinschaftszentrum. Oder über den Choja-Markt, aber ich will irgendwie die Stadt nicht an diesen Konzern verticken. Reicht schon, dass es in der echten Welt so läuft teilweise, dass wir alle von Großkonzernen kontrolliert werden teilweise. Dann muss das hier in Stardew Valley nicht auch noch passieren. Da habe ich keinen Bock drauf. So ist das. So, ich habe wieder nicht drauf geachtet, ob sie rausgekommen ist. Junge, Junge. Jetzt gehen wir nach dem Fisch gehen und mal gucken, ob die Gute vielleicht jetzt endlich mal die Tür aufgeschlossen hat. Oder ob die schon irgendwo in der Stadt unterwegs ist. Und ich wieder zu spät bin hier. Sehr schöne Sache. Ich habe 2 goldene Gotteslachse rausgeholt, okay. Nur Freunde von Lea können ach Mensch, Mädel. Ich hau dir das Fenster ein. Mach auf. Jetzt warten wir auf 15 Uhr, die magische 15, keine Ahnung. Immer noch nicht, dann gehen wir mal gucken, ob die irgendwo ist. Die will doch ihren Quarz, Mensch. Hier, Lieferung. Quarz. Bring Lea Quarz. Quarz 4 für Lea. Aber wo ist die Gute? Wo geht denn die hin? Ich weiß gar nicht, wo die hingeht. Wo geht die hin? Wo ist die unterwegs? Was macht die so? Was ich auch noch gucken will, ist... Eine Person habe ich noch nicht begrüßt. Eine Person fehlt. Oh, jetzt wird's stressig. Den kenne ich schon, ne? 9 bis 15 und der hat schon geschlossen, der Sack. Hier wohnt ja die Oma und der Opa, ne? Genau, den habe ich auch schon begrüßt. Die Pam habe ich schon getroffen. Dich kenne ich auch, ne? Das ist die Penny, genau. Der Major Lewis kenne ich sowieso. Oh, oh, geil. Ja, Lehm kann man auch nicht genug haben. Wo könnt jetzt die Lea rumeiern? Ja, keine Ahnung. So. Der hat natürlich auch schon zu. Toll, seit 10 Minuten. Läuft bei mir. Läuft richtig. Es könnte der letzte Typ in der Abenteurergilde sein, aber die lassen mich hier noch gar nicht rein, glaube ich. Ich weiß es nicht. Oder es ist hier irgendwo jemand. Mal gucken hier. Wer ist denn hier? Ne, hier waren wir schon mal. Das ist mit der Nähmaschine. Aber nebendran, da könnte es sein, dass da eventuell... zu überlegen. Dich kennen wir, ne? Ah, nein, das ist wahrscheinlich der Dingens hier. Schreinerei. Das ist wahrscheinlich der Sebastian. Der Sebastian, den kenne ich, glaube ich, noch nicht. Das könnte sein. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo die Lea rumeiert, Mensch. Dieses Städtchen ist so klein, echt nervig. Du bist auch nervig. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber diesen Charakter mag ich am allerwenigsten. Das ist immer noch verschlossen. Ja, Menschenskinder. Bei Mani ist niemand mehr in der Bude, oder? Sonst außer sie. Das kleine Mädel, das kennen wir ja auch schon. Die Mani, mit der haben wir safe auch schon geredet. Ich liebe Tiere, Herr Horst Manfred. Wenn du dich gut um sie kümmerst, werden wir sicher gute Freunde. Das freut mich. Das freut mich. Ich muss mich eh mit dir anfreunden. Ich muss mich mit dir anfreunden. Weil der gute, Monsieur Lewis. Danke dir, das sieht nett aus. Weil der Herr Lewis, der Bürgermeister, lässt ja irgendwann nach dem, One-Night-Stand die Unterhose bei ihr liegen. Und die muss man ja holen. Dazu muss man sich mit ihr anfreunden. Och Mensch, Lea. Lea, komm raus. Ich hab den Quarz dabei. Rennt die hier vielleicht irgendwo im Wald rum? Ich will jetzt die Frau irgendwie nicht den ganzen Tag suchen. Ist schon 18 Uhr, Mensch. Was ich machen könnte, wäre, ich könnte vor der Tür weiter angeln und warten, bis sie kommt. Vielleicht bringt uns das weiter. Ich weiß es nicht. Hier. Hallo, Horst Manfred. Also hast du mein Gesuch gesehen. Die Anzeige sieht perfekt aus. Hier deine Bezahlung, wie versprochen.
Die Bäume sehen heute schön aus, oder? Warum bist du eigentlich ein Bauer geworden? Ich will haufenweise Geld verdienen. Es ist echter als das Leben in der Stadt, um in die Fußstapfen meines Großvaters zu treten. Ich wollte in meinem alten Leben entfliehen. Echter als das Leben in der Stadt, was antworten wir? Die Fußstapfen meines Großvaters. Ich weiß nicht, es klingt so, als hätten wir es nur gemacht, weil der Großvater halt das Zeug vermacht hat. Ja, komm. Das ist so ziemlich der gleiche Grund, weswegen auch ich hierher gekommen bin. Och, nice. Sehr schön. Dann haust du rein, mach's gut, wir sehen uns wieder. Ich glaube, ich weiß schon wieder, wen ich hier abchecken werde. Auschecken. Ich glaube, ich bleib wieder mal bei der Lea. Das ist, glaube ich, schon das zweite Mal jetzt oder dritte Mal, dass ich mit der Lea anbandel. Mich stört's nicht. Habt ihr was dagegen? Nicht? Also ich habe auf jeden Fall keinen Nein-Schreien gehört, also von dem her. Könnt ihr dann spätestens an der Hochzeit erst wieder machen. Und ob ich euch da höre, weiß ich nicht. Nee, also, wenn jemand was dagegen hat, schreibt es in die Kommentare. Ich guck mal, ob ich es berücksichtigen werde oder nicht. Das weiß ich jetzt noch nicht. Lieferung, 75 Gold, immerhin etwas. Jo, nee, Lea ist eigentlich ein cooler Charakter. Ihre Ansicht gefällt mir, dass sie hier rausgezogen ist, weil sie weg will. Ich glaube, die hat ja sogar... Oh, war da nicht noch irgendwas mit dem Ex, der sie sogar irgendwann anfängt zu stalken oder sogar mal hier steht, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich weiß nicht, auf jeden Fall ist der Charakter ziemlich interessant geschrieben. Deswegen habe ich mich beim ersten Mal spielen auch dazu entschieden, die gute Lea zu heiraten. Ja, dann werden wir das wohl hier wahrscheinlich wieder tun. Aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Es läuft ja nichts davon. Also sie läuft ja, glaube ich, auch nicht davon. Denke ich. Weiß ich nicht. Warte. Nochmal checken. Der Kaulbarsch ist nicht, nur der Gotteslachs. Genau. Ups, alles so weg hier. Der Kaulbarsch auch. Lalala, das behalten wir. Ja, man nix. Ich verwechsel schon die Kisten. Das fängt gut an. Das fängt sehr gut an. Die Geode behalten wir auf der Tasche. Dann packen wir hier das Harz ein und die Fasern und den Fisch. Wir machen jetzt hier mal das Zeug fürs Gemeinschaftszentrum rein, damit ich es nicht dauernd auf der Tasche liegen habe. Dann kommt hier noch das Holz weg und der Lehm. Und dann gehen wir ins Bett. So. Gute Nacht alle miteinander. Schlaf gut. Hofarbeit Stufe 3. Gießkanne und Hackewurte. Effektivität wurde erhöht. Neues Herstellungsrezept Bienenhaus. Neues Herstellungsrezept Geschwindwachs. Und neues Kochrezept Bauernmahlzeit. Sehr geil. Hofarbeit Stufe 3 schon. Nicht schlecht. Bienenhaus. Und nochmal Bienenhaus. Und zwar weil Bienenhaus. Nein, ich muss gucken. Ich bin mir ziemlich sicher. Wo ist das Handwerk? Hier, Honig. Genau. Das heißt, wir werden ein Bienenhaus bauen. Dann haben wir wenigstens hier mal eins von diesen 6 Dingern von der Liste gekreuzt. Gelee kann ich dann selber machen in diesen Einmachtdingern. Und dann gucken wir, ob wir vielleicht uns Bäume organisieren. Alles andere ist, glaube ich, ein bisschen aufwendiger. Deswegen Handwerk. Holz, Kohle, Eisenbahn, Ahornsirup. Da geht schon los, Ahornsirup. Das heißt, ich brauche Zapfdingenskirchens. Ich habe ein paar neue Gegenstände auf Lager. Eine Luxusangel und Köder, die du daran anbringen kannst. Du kannst Köder nutzen, damit Fische schneller anbeißen. Hoffentlich sehe ich dich bald. Gezeichnet Willy. Ja, Willy, das Problem ist nur, ich habe gerade nicht so viel Geld auf Tasche, dass ich bei dir jetzt Köder und eine Angel kaufen kann, mein Freund Schnürschuh. Lieber Nachbar, ich hoffe, du fühlst dich in deinem neuen Haus schon wohl. Ich schreibe dir diesen Brief, um dich wissen zu lassen, dass Pierres Laden jetzt Dünger verkauft. Warum schaust du nicht mal vorbei? Vielleicht kannst du dir ein paar Dutzend Boxen leisten. Ein paar Dutzend Boxen? Gezeichnet Pierre. Meint er, ich bin mit einem dicken Geldbeutel hierher gekommen, um Bauer zu werden? Oder was denkt er sich denn? Außerdem, ich habe so viel Harz auf Tasche, ich mache mir meinen Dünger einfach selber, du Sack. Er probiert mir jetzt ernsthaft nur die Kohle aus der Tasche zu ziehen hier. Ich glaube, ich spinne.
Der hat ja echt Nerven, der Typ. Der hat richtig Nerven, Leute. Ja, hallo Velo. Ja, und falls, mir fällt gerade auf, falls euch vielleicht ein bisschen mal ab und zu unklar sein sollte, was ich hier für, ja, Schimpfwörter das sind's nicht, was ich hier für Ausdrücke von mir gebe, sowas wie Hallo Velo oder sonst irgendwas, schieß mich tot, schreibt's mir in die Kommentare, ich werde euch aufklären, weil das hat ein bisschen damit zu tun mit der Ecke, wo ich herkomme. Man hört mir nicht unbedingt immer an, ab und zu fließt mal ein bisschen was davon rein, ich, komme aus dem tiefsten Südbaden Deutschlands. Also so tief. 5 Minuten Autofahrten, ich wäre Schweizer. So tief da unten. Ja, da gibt es ein paar Ausdrücke und, ne, Schimpfwörter will ich es nicht nennen. Ein paar Ausdrücke, die sind ein bisschen spezieller. Da braucht es eventuell Aufklärung. Also wenn ihr irgendwas wissen wollt, haut es in die Kommentare. Ich werde es aufklären. Also, es ist jetzt nicht irgendwie, dass ich hier irgendwie jemanden als was weiß ich was beleidige. Keine Ahnung, es sind eigentlich alles nur so, keine Ahnung, normale Ausdrücke halt so. Jo, wie man sich halt hier auch teilweise untereinander unterhält. Wer aus der Ecke kommt, versteht wahrscheinlich ein bisschen was, so wie das Hallo Velo oder sonst was. Das, wer von hier unten kommt, der checkt's, ne? Vielleicht checkt man das auch woanders. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich noch nie drüber schlau gemacht. I don't know. So, jetzt gehen wir. Ich habe eine halbe Energie. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt. Ich wollte gerade sagen, jetzt gehen wir in die Mine. Keine Ahnung. Oder wir könnten jetzt. Doch, wir gehen jetzt in die Mine. Ich glaube, Monster töten braucht keine Energie. Dann können wir wenigstens mal ein bisschen rumkloppen da oben. Vielleicht, eventuell. I don't know. Jetzt renne ich natürlich. Falsch, ich wollte das Zeug schnell ins Gemeinschaftszentrum werfen. Und eventuell holen wir uns mit dem nächsten Batzen Geld, den wir haben, ein Spitzhacken-Upgrade eventuell. Aber halt nur eventuell. So, der Gotteslachs. Ist das ein Flussfisch? Yes. Mhm. Pastinake, Narzisse, Venusmuschel. Venusmuschel ist unter... unter Krabbenreuse, genau. Zack. Ja, schön. Pastinake. Die ist nicht im Aquarium, die ist hier hinten. Die ist da oben drin, ne? Ja. Müsste. Genau, Nutzpflanze Frühling. Da fehlt hier nur noch der Blumenkohl und der ist am Wachsen. Und halt die 5 goldenen Pastinaken. Da fehlt eine. Ich hoffe mal, dass die reichen, die ich auf dem Feld habe. Ich könnte jetzt wir machen es anders. Planänderung. Damit wir wirklich diese letzten, nicht dass es nachher an einer goldenen Pastinake scheitert, gehe ich jetzt zu Pierre und kaufe den Dulilea und pflanze die Dinger mit Dünger an. Oh, was kommt jetzt? Zwischensequenz. Nanu. Willkommen bei Pierres. Wie kann ich dir helfen? Wir kennen uns doch schon, oder? Wer kommt da? Ach, das ist der Typ vom Jojo-Markt, oder? Ahem! Entschuldigung, falls das zu laut war. Kommt her, Leute. Gutscheine für 50% Rabatt im Jojo-Markt. 50%! Jesus Gott. Nun, irgendjemand interessiert? Nee. Also, Leute, hätte ich nicht gemacht. Ganz ehrlich? Nö. Nö. Alle weg. Laden leer. Aber ich komme gegen diese Preise nicht an. Ich würde Verlust machen. Es muss schwer für dich sein, deine loyalen Kunden einfach so zu verlieren. Aber kannst du es ihnen verübeln? Der Jojo-Konzern ist eindeutig die bessere Wahl. Bald wird der ganze Ort das verstehen. Hau ab. Buh. 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 Pierre, ich kaufe bei dir einen. Keine Sorge, Digga. Ich halte dir den Rücken frei. So, wir kaufen noch... Nochmal 15, komm. Und dann 6 Tage brauchen die Kartoffeln. Das würde auch noch reichen. Da könnten wir noch gut Profit draus machen, weil die bringen anscheinend am Anfang am meisten. Machen wir da mal 9. Oder machen wir 2 9er Felder, komm. Wir haben ja Platz vor den Vogelscheuchen.
Ja. Jo, Jojama, keine Ahnung. Also ganz ehrlich, ich wohne hier noch ein bisschen ländlich, wo ich jetzt gerade wohne. Also nicht mehr so ländlich wie früher, weil ich bin im Kuhdorf groß geworden und man hat sich eigentlich nur von den Bauern ernährt, die im Ort waren und vom Bauernladen. Der nächste Supermarkt, der war 3 Kilometer entfernt, ne? Das ging ohne Auto, geht da eh nichts. Supermarkt technisch einkaufen, dann hat man sich halt entweder bei Oma und Opa vom Bauernhof ernährt, weil meine Oma und mein Opa, die haben einen Bauernhof oder hatten, bis mein Opa dann zu alt wurde und das abgeben musste wegen Rente, weil es hieß, er würde keine Rente kriegen, wenn er das weitermacht. Ja, schön, ne? Klasse. Da wirst du praktisch gezwungen, dein ganzes Zeug abzugeben, nur damit du wieder dein verdientes Rentengeld zurückbekommst. Jetzt hier, wo ich wohne, ist halt auch so. Ich habe hier im Ort, habe ich Rewe etc. pp. Am Stissel. Da gehe ich halt schon hin. Aber wir haben hier auch einen Bauernmarkt und der hat so gut wie jeden Tag offen. Und wenn ich dann irgendwas gemüsetechnisch oder sowas will, dann gehe ich auf den Bauernmarkt, weil das Zeug, könnt ihr sagen, was ihr wollt. Vielleicht ist es auch Placebo oder Einbildung, I don't know, weil ich auf dem Land groß geworden bin, aber ich finde, es ist wirklich nur meine Meinung, ich finde das Zeug einfach, was der Bauer direkt vertickt von seinem Feld ohne groß Pestizide, schieß mich tot etc. pp. Und unbehandelt und einfach so, ne, aus dem Boden gerupft und ein bisschen abgeklopft und hier im Laden wird's vertickt, schmeckt 10-mal geiler. Schmeckt 10-mal geiler. Ohne Witz. Also ich finde, das Zeug schmeckt einfach um einiges geiler. Einfach nur, weil man weiß, dass es korrekt angebaut und geerntet wurde und halt es nicht hier irgendwie zwanghaft in Hochgeschwindigkeit hochgezüchtet wird. Und sonst was. Man merkt es den Sachen dann schon an, finde ich. Weiß nicht, wie es bei euch ist. Weiß nicht, vielleicht guckt ja auch gerade einer zu, der sowas noch nie gemacht hat. Vielleicht guckt hier jemand zu, der noch nie auf einem Bauernmarkt war. Das kann sein, weil Bauernmärkte gibt es heutzutage nicht mehr überall. Früher gab es in jeder ein bisschen größeren Stadt gab es 1 bis 2 Mal die Woche einen Bauernmarkt. Da sind die Bauern aus allen Dörfern drumherum gekommen und haben ihr Zeug verkauft. Und heutzutage gibt es das auch nicht mehr so überall. Also vielleicht haben wir hier auch gerade irgendwo einen Zuschauer dabei. Du, mit dem ich jetzt gerade rede eventuell, der nicht mal wusste, dass sowas existiert oder sowas noch nie live gesehen hat. Und ich muss sagen, es ist aber eigentlich schon eine ganz coole Experience. So, Bauernmarkt, ne, alles frisch vom Feld. Du könntest das Zeug kaufen, am Tag drauf oder am gleichen Tag kannst du dir noch den Hof angucken, ob das da wirklich so läuft, wie der dir das erzählt hat, als du es gekauft hast. Und kannst direkt den Hof angucken, wo dein Essen herkommt. Das hast du heutzutage halt nicht mehr überall. Das ist halt auch eine ziemlich nice Sache, finde ich. Aber jetzt mal genug über das Thema schwadroniert hier. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren, sonst landet das Zeug in falschen Kisten. Und Holz brauchen wir immer noch. Oh, ups, da landet schon fast wieder was in der falschen Kiste. So, jetzt hier aber rein. Ich brauche immer noch Holz. Soll ich jetzt noch einen Baum... Ich hau jetzt noch einen Baum weg, solange ich noch ein bisschen Energie habe. Damit wir diesen 300 Holz ein bisschen näher kommen für die Brücke am Strand. Wenn man natürlich nicht neben dem Baum hauen würde, wäre es natürlich noch geschickter. Das macht er gut, der Typ, das macht er gut. Und jetzt habe ich noch was vergessen, ich Depp. Ah, ja. Was? Also, oh nein, mein Harz ist in der Kiste, stimmt. Ha. Ah, oh Gott, stopp. Jetzt haut er dann noch die ganze Kiste zu Klump hier. Der Gute. So, Harz, komm mal her. Wir machen uns jetzt Dünker. Und zwar brauchen wir 3, 6, 9, 12, 15, machen wir mal 31 oder so. Ob uns das noch was bringt oder nicht. Oder ob das schon zu spät ist, wird sich gleich zeigen. Ah. Ja gut, hier geht's ja noch. Das heißt, wir packen es hier noch drauf. Fertig, das haben wir wenigstens. Kartoffeln gehen auch noch. Perfekt. Ja, geile Sache. Jetzt hat eine Kartoffel gefehlt, oder wie? Dann machen wir hier noch mal einmal Dünger. Ups. Ne, da fehlt noch eine. Machen wir uns noch mal Dünger. So, fertig ist der Lack. Nice Sache. Jetzt ist die Frage,
Jetzt haben wir ein bisschen schon mal Dünger auf Lager. 49 Dünger. Jo. Jo, komm, lass mal erstmal so stehen jetzt. Lass mal so stehen. Ja, ja, jetzt muss ich hier wieder umräumen, Mensch. Weil ich bin zu doof, um das herauszufinden. Oder ich habe irgendwas falsch eingestellt, ich weiß es nicht. Ich habe immer noch nicht geguckt, muss ich ehrlich sein. Ja, gut, wir haben keine Energie mehr. Wir gehen schlafen. Kann ich mir mal Wetterbericht eigentlich... Willkommen zu Kursu 5, deine Lieblingsquelle für Wetter, Neuigkeiten und Unterhaltung. Und jetzt die Wettervorhersage für morgen. Morgen wird ein wunderschöner sonniger Tag. Schön. Da weiß ich schon mal, dass das morgen mit der Mine eventuell nichts wird, wenn ich gießen muss. Und heute wird es nicht viel mit Kohle. Ne? 40 Gold. Wollte gerade Euro sagen. 40 Euro für eine Blume und eine... Dingens. Ich hab vergessen, wie es heißt. Ein Baumsamen, sagen wir einfach mal so. Ja! Hallo Horst Manfred! Siehst du die Katze hier? Ja, sehe ich. Ich habe sie an deiner Hofeinfahrt gefunden. Ich glaube, sie ist ein Streuner. Armes kleines Ding. Noch. Gleich nicht mehr. Die nehme ich. Die ist gekauft. Umsonst. Es scheint ihr hier zu gefallen. Hey, meinst du nicht, dass dein Hof eine gute Katze gebrauchen könnte? Ich weiß... Nein, nicht adoptieren. Doch, natürlich adoptieren wir die Katze. Und die Katze... Mauzi? Hör auf, wir nennen die nicht Mauzi. Wir nennen die... Simba ist zu generic. Mein Kater heißt Simba, der ist aber auch adoptiert. Also, long story short. Der Vorbesitzer wollte Simba und Nala, also einen Maine Coon Kater und eine Perser Katze. Der wollte die ins Tierheim stecken, weil sie über eBay Kleinanzeigen keinen Abnehmer gefunden haben. Da habe ich gesagt, yo, ich nehme die. Da habe ich die zwei Katzen für 70 Euro bekommen. Ich habe es bis heute nicht einen Tag bereut. Nicht einen einzigen Tag. Ich liebe die Viecher so unglaublich. Obwohl Simba mir bei dem ein oder anderen aufgenommenen Video auch schon mal ins Mikro gesprungen ist oder mich gekratzt hat. Das ist sogar in den Aufnahmen teilweise drin, wie man das Spengeln hört, weil er übers Mikrofon stolpert, der Sack. Aber ich liebe ihn trotzdem. Und deswegen nennen wir den Stinker hier jetzt Zimbi. Weil Zimbi... ist Simbas Spitzname. So, jetzt heißt der Gute einfach Zimbi. Fertig. Oder Zimbo. Zimbo. Doch, wir nennen ihn Zimbo, komm. Zack. Akimbo Zimbo. Komm her, Zimbo. Sei ein braves Kätzchen, ja? Wenn ich zu Simba sage, soll eine brave Katze sein oder ein braver Kater, dann funktioniert das auf jeden Fall auch immer. Auf Anhieb natürlich. Ist ja ganz klar, ist ja ein ganz klarer Fall, ne? Katzen sind ja keine Arschlöcher. Katzen sind ja immer nett, ne? Die Stinkratten. Aber ich liebe sie. Würde ich aber niemals behaupten, vor allem nicht im Internet. Wo komme ich denn da sonst hin? Ich sag, ich mag Katzen. Ich mag auch Hunde, genau. Ich mag auch Hunde. Aber hier einen Hund halten ist ein bisschen schwierig. Katzen sind da doch ein Ticken einfacher. Vor allem im dritten Stock. Ja. Und keine Sorge, nicht, dass jetzt einer meint, der muss bei Peter anrufen. Die sind als Hauskatzen groß geworden. Also ich habe jetzt nicht irgendwelche Freikatzen. Nennt man die Freikatzen? Ich weiß gar nicht. Ich habe jetzt nicht irgendwie zwei Katzen dazu gebracht, dass sie Hauskatzen werden, die nicht so aufgewachsen sind. Die sind von Anfang an im Haus aufgewachsen. Und rein theoretisch dürfte ich die jetzt so auch gar nicht rauslassen, weil ich mich da mal... Irgendwo habe ich da was aufgeschnappt. Ich glaube sogar beim Tierarzt, von wegen, es gibt da so eine komische Katzenkrankheit. Und bevor man die jetzt einfach von heute auf morgen sagt, wir machen daraus jetzt eine Katze, die raus darf, muss man da, glaube ich, erst irgendwas abchecken, weil das ist so eine komische Krankheit, die kann sich da bei den Katzen übertragen. Und Katzen, die nie draußen waren und von heute auf morgen dann irgendwie raus dürfen, die würden das nicht so gut mitmachen. Und es gibt anscheinend sehr viele Katzen, die sind nur deswegen Hauskatzen, weil sie diese Krankheit haben. Falls ich da irgendwas drüber googeln kann und es nicht vercheck, könnte ich ja auch was in der Videobeschreibung verlinken oder so, I don't know. Oder vielleicht weiß irgendjemand, der hier zuschaut, irgendwas genaueres drüber wie ich. Und vielleicht rede ich auch nur Schwachsinn, ich habe keine Ahnung. Wenn jemand was weiß, lasst es mich wissen. Es ist gut, wenn man jeden Tag ein bisschen schlau wird und ein bisschen dazulernt, ne? Egal bei was, ob es im Stardew Valley ist oder im richtigen Leben. Oder man was über seine Katze lernt, die in Wirklichkeit der Teufel in Person ist. Nein, war ein Witz. Ich mag meine Katzen wirklich.
Ich mag sie. Ich liebe meine Katzen. So. Ich liebe meine Katzen. Was mache ich jetzt? Jetzt habe ich wieder so wenig Energie. Das lohnt sich ja fast wieder nicht, in die Mine zu gehen, Mensch. Ah, mir ist übrigens in der Zwischensequenz mit der Katze noch eingefallen. Ich glaube, ich weiß, wer die letzte Person ist, die uns fehlt hier. Der Mann von der einen ist Soldat und der kommt, glaube ich, erst im Anfang vom zweiten Jahr nach Hause oder so. Oder im Sommer ersten Jahr, ich weiß nicht genau. Ich glaube, das ist die letzte Person. Bin mir aber nicht ganz sicher. Vielleicht ist es doch wirklich der Typ in der Abenteurergilde. I don't know. Oder der Sebastian. Das könnten wir jetzt eigentlich gucken gehen, wenn wir eh schon wieder auf dem Weg nach hier oben sind. Ob der Sebastiano... Sebastian... Nee, warte mal, war es nicht Sebastian, der... Doch, dem habe ich ja Hallo gesagt, Mensch. Robin habe ich safe Hallo gesagt, Lea sowieso, Caroline auch, Alex... auch? Doch, das war der, bei dem der Bizeps gebrannt hat. Penny mehrmals, Marnie auch, Abigail safe, Elliot auch, Emily, Haley, Shane, Vincent, Jess, Evelyn, Jody glaube ich auch, Louis sowieso, Willi, Gus, Linus, Demetrius, George, Pierre, Clint, Maru, Pam, Harvey, Zauberer, da waren wir safe auch. Ach, der Typ heißt Fragezeichen, der ist es. So einfach kann es auch gehen, ne? Wer ist das jetzt? Jody, Kent und Sam. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Weidengasse 1. Sollen wir mal da runterlatschen? Ist er das vielleicht? Ist er das vielleicht? Wohnt er in der Weidengasse? Heißt das Sam oder so? Ich weiß es echt nicht. Ich weiß es echt nicht. Hier hat wieder jemanden gesucht für mich. Ups. Ich suche nach jemandem, der mir Kupfererz 20 Mal bringt, damit ich die örtlichen Mineralien besser verstehe. Zu einer Körperlieferung, du kannst die Erze behalten, nachdem Clint sie begutachtet hat. Wir nehmen den Auftrag mal an. Ich glaube nicht, dass es mir reicht. Ich habe auch nicht so viel Kupfererz daheim. Ich könnte es höchstens bei ihm kaufen und ihm dann bringen, aber so viel Gold habe ich auch nicht auf Tasche, dass ich das machen könnte. So, erstmal im Müll wühlen, nochmal im Müll wühlen. So, da ist er. Perfekt. Oh, toll. Da ist die Tür zu. Das ist sogar der Sam. Komm mal raus da. Wann kommt der raus? Müssen wir jetzt warten, bis er rauskommt, oder wie? Ach, ärgerliche Sache. Was hast du gesagt? Es ist schon 10.30 Uhr. Meine Güte. Meine Güte, schon 10:30. Nicht ganz, bei mir ist 10.12 Uhr, gute Frau. Ich habe keine Ahnung, wann der rauskommt. Guck an. Moin. Ich möchte einen neuen Song für meine Band schreiben, aber mir fällt nichts ein. Hey, worüber soll der neue Song handeln? Landwirtschaft statt mehr Züge. Was immer du willst, es wird sowieso ein furchtbarer Song. Ja, das ist doch eine gute Einstellung. Nee, keine Ahnung, was soll man machen? Landwirtschaft? Landwirtschaft, Arbeit in der Mine, Holz hacken. Hey, weißt du was? Das klingt perfekt, danke. Delivered. Tschüss. Easy peasy. Wie man Freunde gewinnt. Mach jemandem ein Geschenk. Ja, ach Mensch. Ja, dann gehe ich jetzt zu Lea. Wenn die überhaupt wieder daheim ist oder nicht. Wenn nicht, stehen wir halt hier wieder 50 Stunden warten auf die gute Frau, Mensch. Lea, es ist verschlossen. Klasse. Dann angel ich halt wieder ein bisschen. Und dann schenken wir ihr die Narzisse.